Jo Leute, was geht? Leute, heute habe ich für euch etwas sehr Krasses. Und zwar gibt es eine weitere SCP-Kreatur. Ich dachte, es gibt keine weiteren SCP-Kreaturen in GTA 5 zu finden. Aber Franklin hat im Internet etwas sehr, sehr Merkwürdiges gelesen. Und ich würde sagen, wir schauen uns mal an, Leute. Und ihr werdet es mir nicht glauben. Diese SCP-Kreatur ist mit Abstand die merkwürdigste Kreatur, die ich jemals gesehen habe. Und ich weiß nicht mal, ob man sie überhaupt als Kreatur nennen kann. Aber wir werden diese in GTA 5 heute suchen. Und zwar geht es heute nämlich um SCP-261. Googelt das mal selber, Leute. Ich sag's euch, lest euch gerne den Artikel durch. Ich lese euch mal einen Ausschnitt davon vor. Auf der Seite SCP Foundation kann man, Leute, zu SCP-261 folgendes lesen. Die Klassifizierung ist sicher, das heißt, er ist nicht allzu gefährlich. Ungefähr wie die SCP-Kreatur, die aus diesem Glibber und den mehreren Augen besteht und immer nur Eric gerufen hat. Die hat uns ja auch nicht angegriffen. Aber jetzt hört mal genau zu, Leute. Die Sicherheitsmaßnahmen. Jeder Zugriff auf SCP-261 muss von bestimmtem Personal beobachtet werden und so weiter und so fort. Bei der Beschreibung steht, SCP-261 ist ein großer, schwarzer Snackautomat mit einem Nummernfeld auf der rechten Seite, allerdings ohne Schaufenster. SCP-261 wurde in Yokohama in Japan entdeckt. Es erregte die Aufmerksamkeit der Foundation, nachdem er einer urbanen Legende über einen magischen Snackautomaten gefolgt war, die im Internet kursierte. Von innen erscheint SCP-261 wie ein ganz normaler Automat, der Essen und Getränke ausgibt. Nachdem ein Schlüssel gefertigt und der Vordertür geöffnet worden war, fand sich nichts Abnormales. Und jetzt kommt das, was relativ merkwürdig an diesem Automaten oder an der Kreatur ist. Wenn man Geld in SCP-261 einwirft und eine dreistellige Zahl auf dem Nummernfeld eintippt, wird SCP-261 ein zufälliges Objekt auswerfen. SCP-261 hat bislang keine andere Währung als Yen akzeptiert. In GTA 5 nimmt es dann wahrscheinlich Dollar an. Es ist unbekannt, woher diese Objekte kommen, da SCP bei geöffneter Tür nicht funktioniert. Und jetzt kommt's, Leute. SCP-261 funktioniert ohne externe Stromversorgung, allerdings treten dadurch öfter als gewöhnlich Instabilitäten im Ausgabevorgang auf. Wenn SCP-261 mehrfach in kurzer Zeit benutzt wird und oder große Geldmengen eingeworfen werden, beginnt SCP-261 bizarre Objekte auszuwerfen. Obwohl diese noch immer als Essen bezeichnet werden können, ist ihr Konsum durch Menschen oft sehr ungesund. Und hier habe ich ein Bild für euch, Freunde, wie dieser Automat aussieht. Das ist SCP-261. Nein, es ist kein Witz, es ist kein Aprilscherz. Das ist wirklich SCP, das ist eine SCP-Kreatur. Und nach dieser werden wir heute in GTA 5 suchen. Die Legende besagt nämlich, dass wenn man sich um 2.59 Uhr, ungefähr um diese Zeit, in der Nähe des Del Piero Piers einen Geldautomaten aufsucht, dass dort anstatt eines normalen Geldautomates SCP-261 erscheinen wird. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich persönlich bin niemals nachts am Strand unterwegs in GTA 5 und das werden wir uns jetzt mal zusammen genauer anschauen. Deswegen, Leute, wenn ihr übrigens mehr Videos von SCP-Kreaturen sehen wollt, falls es noch irgendwelche geben soll, dann lasst jetzt einen Daumen nach oben da, Leute. Lasst uns mal auf diesem Video 10.000 Likes schaffen und vergesst nicht gerne, diesen Kanal zu abonnieren, damit ihr keine weiteren solcher Videos verpasst. Und ja, Leute, ich bin genauso verwirrt wie ihr. Ich glaube wirklich nicht, einfach ein Geldautomat oder ich meine ein Snackautomat, das eine SCP-Kreatur sein soll. Ich meine, wir hatten schon sehr, sehr viele kuriose Kreaturen, wie zum Beispiel so ein Glibber-Teil, was sich bewegt hat, oder so eine goldene Statue, die einfach komplett die optische Täuschung verändert hat. Es gab so viele merkwürdige Kreaturen, aber ein Automat ist wirklich etwas, was ich mir nicht so vorstellen kann. Und jeder von euch kann es gerne mal online nachschauen. Diese Kreatur ist wirklich dort gelistet und es gibt wirklich Bilder zu dieser Kreatur, wie auch im Real Life wahrscheinlich gesichtet worden ist. Deswegen würde ich sagen, werden wir dieses Experiment heute mal eingehen und mal schauen, was spät abends, ob diese Kreatur erscheint. Und wenn sie erscheint, werden wir so oft Geld in diese Kreatur reinwerfen, bis wir ansehen, was für komische Objekte denn aus ihr rauskommen, als jetzt zum Beispiel irgendwelche Snacks. Und wir haben jetzt noch 22.39 Uhr, das heißt, wir haben noch ein bisschen Zeit. Aber ich muss erstmal überhaupt wissen, wo ist denn überhaupt ein Automat? Also, ich weiß, es gibt am Del Piero Pier direkt, aber es hieß ja, Leute, ich soll in der Nähe des Del Piero Piers sein und nicht direkt am Del Piero Pier. Also glaube ich halt wirklich, dass er den Strand damit gemeint hat. Naja, wir werden es auf jeden Fall herausfinden. So, da ist er, der Del Piero Pier. Jetzt müssen wir einfach nur in der Nähe davon sein und zur passenden Uhrzeit. Ich bin ehrlich, ich bin schon so ein klein wenig nervös, weil ehrlich gesagt, ich bin nicht so nervös wie bei einer obwohl eigentlich doch. Ich bin sogar noch nervöser als bei einer normalen SCP-Kreatur, weil das so außergewöhnlich ist. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber
Ich finde Dinge, die sich nicht bewegen und Kräfte haben, ultra gruselig, verglichen zu Dingen, die sich bewegen können. Also, versteht ihr vielleicht, was ich meine? Ich meine, jeder von euch kennt zum Beispiel diese komische Skelettfigur, die ihr als in diesem Abo-Magazin damals aufgebaut habt. Und ich fand sie, weil sie sich natürlich nicht bewegt hat, super gruselig, weil wenn sie sich dann bewegt, dann würde ich mich so erschrecken. Und ich glaube, das würde mir auch bei dieser Kreatur so gehen in GTA 5, wenn ich nicht erwarten würde, dass sie sich bewegt. Okay, wie viel Uhr haben wir? 2.59 Uhr. Okay, ich glaube... Wow. Hallo, Mister. Alles in Ordnung? Okay, alles gut. Ich stelle mal meinen Wagen hier ab. Ist es in Ordnung? Ich glaube schon. Okay, war nicht hier irgendwo ein Automat? Oh, Mann. Leute, weiß nicht, warum muss ich das immer riskieren? Warum muss ich das immer machen? Wieder eine SCP-Kreatur. Leute, übrigens, wenn ihr wollt, dass wir als diese Kreatur in GTA 5 einmal spielen, dann smash den Like-Button. Ich sag's euch, wenn wir 7000 Likes schaffen, werde ich als die Kreatur spielen. Ich habe keine Ahnung, ob das geht, aber wir werden es ausprobieren. Oh, da sehe ich was. Ist er das? Oh, ist schwer zu erkennen. Aber er hat auf jeden Fall keine Textur, also keine Schriften. Da steht kein Coca-Cola oder Pepsi oder Sprite drauf. Da steht einfach gar nichts drauf. Weiß nicht, ob das der Automat ist. Okay. Ich glaube, Leute, das ist der. Okay, ich weiß es nicht. Ist es der linke oder der rechte? Hört ihr dieses merkwürdige Brummen von diesem Gerät? Mach mal den Sound lauter. Ich höre so ein Brummen. Okay, das hört sich an wie so eine Kühlschrank. Okay, drücke jetzt, um $1 für eine Limo zu kaufen. Okay, das ist auf jeden Fall kein normaler Automat. Normalerweise würde hier irgendwas anderes stehen. Prüf das selbst in GTA nach. Prüf das mal nach. Okay. Okay, dann gebe ich mal $1 aus. Okay, wir kriegen eine Limo. Eine ganz normale Limonade. Okay. Ah, die Rockstar-Spielserver konnten diese Transaktion nicht verarbeiten. Cool. Ist das ein Bug? Ist das ein Bug durch die SCP-Kreatur? Okay, Leute, wir drücken jetzt nochmal. Wir machen das jetzt sehr oft. Wir machen das jetzt sehr oft. Bizarre Dinge, ne? Also, das ist ein Snackautomat und wir bekommen so Dosen. Wir gucken mal. Leute, ich gebe jetzt so oft Geld aus, bis irgendwas passiert. Das kann jetzt echt lange dauern. Okay, das ist jetzt die dritte Dose. Ja, wir können gerne so weitermachen. Ja, wir können sehr gerne so weitermachen. Alter, Franklin, du trinkst viel zu viel von dieser Limo. Das ist nicht gesund. Ich hoffe, du hast wenigstens Zero genommen, aber... Zu viel davon ist auch nicht gesund. Oh. Leute, ich habe sowas noch nie gemacht. Noch einfach den Automaten so oft benutzen. Passiert eigentlich etwas, wenn man das zu oft macht? Wir werden das gleich herausfinden. Ich habe keine Ahnung. Also, das ist so komisch. Okay. Immer noch eine Limo kaufen. Das ist jetzt, wie viele Dosen waren das jetzt? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... Das ist jetzt die 10. Limo. Okay, 10 Limos. Boah, sag mir nicht, ich muss 100 Limos trinken. Bis jetzt passiert immer noch nichts. Der Automat ist leer. Steht hier, guck. Der Automat ist leer. Okay. Kann ja sein, dass der leer ist, aber das waren jetzt nach 11 Dosen ungefähr. 11 Dosen. Also ich kann jetzt nichts machen, ne? Ich könnte theoretisch hier den Automaten noch machen, aber es geht ja hauptsächlich um den hier. Das ist der verfluchte Automat. Weiß nicht, ob der auch verflucht ist. Das ist ja auch eine SCP-Kreatur. Aber, zwei SCP-Kreaturen, die nebeneinander sind. Nein, so albern ist das nicht. Aber ich kann jetzt hier nichts machen, Leute. Können wir uns hier irgendwas angucken? Boah, ey. Weiß nicht. Das ist so weird. Leute, warum mache ich das? Okay. Ich weiß nicht. Sollen wir vielleicht später zurückkommen? Wir haben immer noch 2.59 Uhr. Die Zeit ist stehen geblieben. Also wir haben immer wieder die gleiche Dose trinken bekommen. Sollen wir das vielleicht am nächsten Tag nochmal probieren? Oh, ich bin so verwirrt. Also, I don't know. Ja, ich weiß nicht, ob das... Warte kurz. Warte kurz. War der Automat nicht rechts von dem, der sich gerade bewegt? Oh mein Gott. Ey, Leute, ich hab Gänsehaut. Hat der Automat sich gerade bewegt? Oh Mann, ich hoffe nicht. Ich hoffe nicht. Ey, wenn das wieder wie SCP-173 ist, gehen wir um die Ecke. Boah, Leute. Ey, das ist ein großer Fehler. Das ist echt ein großer Fehler. Okay, ey. Ich habe keine Ahnung, Leute. Aber ich glaube, er will mich verfolgen. Weiß nicht. Sag mir nicht, dass er da ist. Der hat sich wirklich bewegt. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Und seht ihr das? Da ist ein...
Was war das? Was war das? Da ist ein rotes Licht. Das rote Licht war nicht vorher da. Da ist ein rotes Licht, was von dem Automat ausstrahlt. Bei den anderen ist es kein rotes Licht. Es ist hier weißes Licht und da ist gar kein Licht. Oh mein Gott, kann man den Wagen... Also kann man den Wagen, kann man diese SCP-Kreatur irgendwie... Alter, ich weiß nicht. Also bisher hatte ich jetzt noch keine krasse Begegnung. Da kamen jetzt auch noch keine krassen Sachen raus. Aber Leute, okay, ich weiß nicht. Ich habe das Gefühl, er verfolgt mich. Komm, hier steht ein Auto. Warum steht hier ein Auto? Vielleicht ist das ein Auto, um den zu transportieren. Ich weiß nicht, aber ich fahre jetzt nach Hause. Ich fahre jetzt nach Hause. Nein. Das ist mir... Leute, das ist... Nee. Wir probieren das Ganze nochmal am nächsten Tag. Am nächsten Abend. Wir werden das nochmal am nächsten Abend machen und dann schauen wir mal, was passiert. So, ein neuer Tag, ein neuer Dollar. Mal gucken. Okay. Der Automat steht nicht mehr da. Okay, wir haben 2.59 Uhr. Ihr wisst zwar, dass der Automat da stand. Jetzt schauen wir mal. Oh mein Gott, er steht wieder da, wo er vorher war. Wow. Okay. Ey, Leute, ich weiß nicht, was es ist, aber ich finde, das ist eine der gruseligsten SCP-Kreaturen. Auch wenn es nur ein Automat ist. Es ist kein lebendiges Wesen. Oder lebt da in dem Ding irgendwas drin? Ey, Leute, kennt ihr euch aus? Hat der wieder... Er ist gefüllt. Er ist wieder gefüllt. Weiß nicht, sollen wir es machen? Sollen wir es machen, Leute? Okay, komm. Alles klar, Franklin, dann komm, drücken wir. Und was haben wir bekommen? Wow. Okay. Leute, wir haben jetzt das erste Mal was anderes bekommen. Ein Burger. Wir haben einen Burger bekommen. Aus einem Getränkeautomaten. Okay. Ich werde den nicht essen, aber ich leg den mal dahin. Okay, komm. Wir probieren mal unser Glück nochmal. So. So, mal gucken, was wir jetzt bekommen. Oh mein Gott. Es ist ein Fuß. Das Ding hat einen Fuß ausgespuckt. Wem gehört der? Ist hier jemand, dem der Fuß gehört? Oh Mann, ich glaube, das juckt den nicht mehr, dem der Fuß gehört hat. Okay. Sollen wir weitermachen? Komm, wir machen noch ein paar Mal. Ich weiß nicht so richtig. Oh. Okay, komm. Wir probieren es noch einmal. Noch einmal. Und. Wow. Okay, okay. Alles klar, Leute. Der Automat ist alles andere als sicher. Ich gehe. Ey. Wow. Wow. Ich sag's euch, Leute, da kommen krasse Sachen immer raus. Was ist denn das? Ich gehe. No way, Leute. Oh nein. Als ob ich so einer bin. Okay. Leute, der wird mich niemals bis nach Hause verfolgen können. Ist das wie bei SCP-173, wenn wir den aus dem Blick verlieren, dass er dann wiederkommt? Ich weiß nicht, hat er sich bewegt? Der hat sich wirklich bewegt. Okay, nein. Nein. Leute, wir hören damit auf. Schluss. Aus. Wir fahren nach Hause. Ich weiß nicht, was das für eine Magie ist hinter diesem Automaten. Da kommen plötzlich komische Sachen raus. Aber das gefällt mir alles andere als... Nee. Das war ein Fehler. Das war ein Fehler, heute Nacht zurückzukehren. Ich würde sagen, wir fahren jetzt nach Hause und vergessen einfach diese Kreatur. Wir vergessen sie einfach, okay? So, okay, da wären wir auch schon. Das war echt creepy. Ja, ich bin aber auch echt schon müde, ne? So, Franklin, dann legen wir uns mal schlafen, oder? Wäre doch eine gute Idee. Wer klingelt um 2.59 Uhr an meiner Tür, Franklin? Das war aber nicht ein technischer Defekt, oder? Ich traue mich nicht ranzugehen. Ich gehe nicht an die Tür. Ich gehe nicht an die Tür, nein. Ich tue so, als würde ich schlafen. Ich gehe nicht an die Tür um die Zeit, nein. Leute, nach dem, was ich heute erlebt habe, auf gar keinen Fall, nein. Was? Der ist in mein... Ist der gerade... Wer ist hier? Hallo? Wer ist da? Trau dich, komm zu mir. Wer ist da? Wer bist du? Warum kommst du in mein Haus? No way. Nein. Der ist wirklich hergekommen. Nein. Oh mein Gott. Da liegt ein Papier. Okay, was soll das? Ich verstehe es nicht. Okay. Ich lese sie mir jetzt mal durch. Wirf nur noch einen Dollar ein. Einmal. Okay, weißt du was? Ey, jetzt ist er sowieso hier drin. Was kann schon schief laufen? Okay, Franklin, dann wirf den Dollar ein. Okay, wow, was war das? Oh mein Gott. Oh nein, jetzt hast du es übertrieben. Das ist Lamar. Was hast du mit Lamar gemacht? Das war's. Raus. Das ist vorbei. Ich mach den jetzt fertig, Leute. Bam! Bam! Komm. Bam, Junge! Zerstören wir den Automaten! Los! Bam! Wow! Alter, uff! Ey, ich hab mich selbst ab. Bam! Zack! Nimm das und das und bam! Yes! Ja, wir haben ihn zerstört! Yes!
kein SCP-261 mehr. Das war's. Er ist kaputt. Er ist kaputt. Let's go. Okay, jetzt schmeißen wir den mal raus, ey. Doch, endlich habe ich den entsorgt. Okay, Leute, das ist... Wow. Okay, ich würde sagen, wow. Wir warten auf den nächsten Morgen. Oh, was für ein schöner Tag wieder in Los Santos. Endlich, Leute. Der Automat ist weg. Um mich wirklich zu versichern, dass der Automat weg ist, gehen wir jetzt tagsüber nochmal an den Ort und dann zeige ich euch, der Automat ist ein für alle Mal weg. Wir haben SCP-261 besiegt. Ah, oh, ich bin schon ein bisschen nervös, aber hier. Leute, guck. Der Automat ist weg. Ich glaube, der wurde entsorgt. Also ich meine, ich habe ihn zerstört. Danach kann er nicht mehr da rumstehen. Also haben sie ihn entsorgt. Leute, Happy End, würde ich sagen, ne? Was meint ihr, Leute? Leute? Wo sind denn die Leute alle hin? Warum ist hier keiner am Strand? Das ist doch super Wetter. Hä? Hallo?